So, da sind wir wieder zurück auf der Tour zur Bar. Mann, Mann, Mann. Also ich muss sagen, also bisher finde ich das Spiel ziemlich geil. Also ist eigentlich genau wie GTA, ne? Bin mal gespannt, wie es sich dann hält, wie die bei den Vorgängern, ob man auch irgendwie ein bisschen das Business machen kann. Oh, was haben wir hier? Dann soll ich parken. Ey, verpiss dich, Mann. Meine Straße. Wo ist dieses viele Reifen gequietschen? Ich gebe ganz leicht Gas. Schwupps, quietschen die Reifen. Komm, wir gehen vorne rein. Du wirst deinen Kriegsheldenarsch nicht durch die Hintertür reinschmuggeln. Was sagst du jetzt so? Seht mal, wen ich beim Schnorren vor dem Bahnhof aufgelesen habe. Hey, freut mich, Mann. Hallo. Mann, du solltest doch Lincoln Clay heimbringen. Nicht den Mordsnigger, der ihn gefressen hat. Ich wäre endlich mal da, wo Leute kochen können. Hey, willkommen daheim, mein Junge. Wie geht's? Ah, vielleicht geht's gleich, wenn ich was zu trinken bekomme. Den Kornwhisky hast du ja immer schon geliebt. Alle herhören, ich will was sagen. Mein Vater meinte immer, dass sich der Wert eines Mannes in der Spur zeigt, die er hinterlässt. Als Lincoln mir eröffnet hat, dass er zum Militär will, war ich dagegen. Verständlich. Zu gefährlich, sag ich. Lass doch die anderen sich die Köpfe einschlagen. Doch dann habe ich erkannt, Lincoln muss da raus und seine Spur hinterlassen. Und genau das hat er auch getan. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Warum Französisch, Mann? Widerlich. Komm hier. Hey. Hi. Siehst gut aus. Schön, dich zu sehen, Lincoln. Ich hab für dich gebetet. Danke, Pater. Vielen Dank dafür. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hucke voll? Was fühlt man, wenn man aus dem Krieg zurückkommt? Ich finde die Gesichter voll gut, auch von der Mimik und so, ne? Schuld. Tja. Es ist, als wäre man gefangen. In einem dunklen Raum. Ohne einen Ausweg. Und jede Angst, jeder Albtraum, den man je hatte, ist mit dir in diesem Raum. Keine Chance zu fliehen. Kein Entrinnen. Doch dann, eines Tages, öffnet sich eine Tür und man kann gehen. Einfach so. Aber man hat mit dem Terror und der Todesangst seinen Frieden gemacht. Das alles gehört nun zu dir. Und du hast Angst, dich davon zu trennen. Aber was bleibt einem übrig? Voller Muskelprotz. Muss dadurch. Ein jeder auf seine Art. Oh Mann, werde ich morgen Schädel haben. Ach komm, schlaf dich einfach aus. Dein Zimmer ist noch so wie früher. Ich leg mich lieber in den Keller. Wieso in den Keller? Du willst doch nicht etwa da unten pennen, ne? Wir sehen uns morgen früh. Mann, oh Mann, der Krieg hat dich wohl völlig weich in der Birne gemacht, oder? Aha. Zu spaßen ist damit nicht. Oh, Playboy, hä? Sieht so aus. Ach, dann wirklich sogar. Okay, krass. Ja, ist ja auch, ne? Hugh Hefner ist ja mittlerweile tot. Pferderennen. Okay. Lauter Sammelobjekte. Obwohl sie das dann hier noch hübsch machen können?
Oder ob wir auch in andere Gebäude einziehen können. Ich bin echt gespannt, wie das dann hier wird. Ich mag ja solche Spiele und ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt mal wieder was anderes habe. Und wobei ich immer noch überlegen bin, also ich habe jetzt mal geguckt, also mit der Story von GTA 5 ist es dieses Embargo, was es gab, dass man das nicht zeigen darf, das ist wohl aufgehoben. Ich bin überlegen, ob wir das mal nachholen, denn von der Xbox One Version, denn das Spiel war mega, mega geil. Ich habe das sau gerne gezockt. Vielleicht können wir das Just for Fun mal machen. Ja. So. Ja, schon cool, dem geht's garantiert ganz gut, ne? Mit dieser. Okay, was ist da los, Mann? Aber wir haben kein Spiegelbild. Okay. Nicht gut, Mann. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Warum habe ich kein Spiegelbild? Was soll das? Aber hübsch gemacht hier, ne? Mit den ganzen Details und so in der Bar. Schnieke. Ich glaube, wir gehen mal nach oben. Ja, zu. Okay. Tipp, 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 tipp. Warum der Keller? Das verstehe ich nicht. Komisch. Naja, egal. So, einmal hinlegen bitte. Okay. Albtraum, ne? Ja, kein Wunder. Aber wir haben null Asche, ne? $0 steht da unten. Okay, warum der Safe? So. Regelmäßig aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden. Ja. Wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln. Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach die Augen auf. Junge, ich warne dich nicht nochmal. Ganz wie du willst, alter Mann. Hm. Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Okay. Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt, alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für... Soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mir helfen, Lincoln, dann kannst du dir dein Viertel mal ansehen. Klar. Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich aus. Also dann, ich komm später wieder. Quatsch. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Na los. Die Leute warten schon auf ihr Essen. Sehr nett von ihm. Ich habe Lincoln oft gesehen, seit seiner Rückkehr. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden.
Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er, sich zu bleiben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Doch er wollte Sammy helfen. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. Na, verständlich, dass man da helfen will, oder? Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du es Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedien mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Ah. Also hier gibt es anscheinend jede Menge Sammelobjekte. Super geil, es gefällt mir. Machst du den Schrank auch auf, oder was? Oh ja. Yeah. Na, was hat man da Schönes? Grüß Sammy von mir, Lincoln. Mach ich. Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. Ja. Richtig. Danke. Wie war dein Tag? Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Nicht der Rede wert mehr. Erst 2 Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet uns allen echt viel. Ja, das glaube ich. Wenn man nichts hat und eine warme Mahlzeit kriegt. Werd besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. Hi, Lincoln. Wie geht's? Ah. Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wieder zu sehen. Oh, oh. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Reggie! Lincoln, wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran. So. Vorsicht! Hier drüben! Ihr Kerle solltet euch was schämen! Rette bei euer Leben! Renn so schnell wie ihr. So, Knarre hab ich. Scheiß Wichser, Mann. François Papadoc Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Mhm. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macoute und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Parker. Ah, schon fertig bei Pater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war, die Haitianer. Dann waren die Bâtards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen riesen Schuldenberg bei Selmacano. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Macano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern...
Das muss endlich aufhören. Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? In den 20ern haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu es bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder? Wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Richtig. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Ja, finde ich gut. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Die solltet ihr nie unterschätzen. Okay. Celui qui sait, diverse celle, suscite l'hostilité. Bla 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 bla. Oh, wir sind in den Sümpfen. Yeah, sehr gut. Willst du das wirklich so machen? Das Letzte, was sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Glaube ich nicht dran. So, und ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zogger.